willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet. Heute ist es soweit. Wir bauen den A3 komplett um in 24 Stunden. Wir haben Viertel vor eins. Es hat nicht so ganz geklappt. Also wir wollten 6 Uhr morgens anfangen. Dann war es schnell 8 Uhr. Dann war es schnell 10 Uhr. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, 12 Uhr. Und jetzt ist es 1 Uhr. Das heißt, um 1 Uhr fangen wir an. Dann fängt unser 24-Stunden-Projekt. Ja, beginnt es. Das werden wir alles einbauen. Da kommen noch ein, zwei Sachen. Innenausstattung und so kommen noch. Hier siehst du nochmal alles hier vom Dachhimmel. Neues Radio, Felgen und so weiter. Reifen ist auch noch da. Innenausstattung und so weiter. Jetzt stelle ich euch einmal die Crew vor, die mit mir dieses 24-Stunden-Projekt durchziehen. Wie viele Leute sind wir hier? Gute 5, 10, 12 Mann, würde ich sagen. Und hier hinter ist Jack Breaker hier. Also ehrlich, egal wo ich hingehe, ist hinter mir hier. Keine Ahnung, was für ein Video das wird, ne? So, komm, komm. Hier ist einmal der Dark. Kennt ihr? Moin. Kollege, was ist los mit dir? Hier ist der André. Hi. Wer den nicht kennt, Edel Horst Garage. Müsst ihr unbedingt mal abchecken. Warum wir eigentlich diese 24-Stunden-Projekt angefangen haben? Er hat mir irgendwann gesagt, Julius, ich habe eine Innenausstattung für dich. Da habe ich gesagt, okay, Auto gefällt mir, Innenausstattung ist jetzt geil. Da habe ich gesagt, komm, machen wir was. Mal davon abgesehen, ja, ich habe vielleicht die Innenausstattung, aber wer denkt da dran, dass sowas daraus wird? Ja, wer macht sowas? Und dann kam die Idee, habe ich gesagt, okay, dann ziehen wir das durch. Hammer. Ne, no fucks given, ihr kennt den. Wer den nicht kennt, bitte, bitte einmal abchecken hier. Das ist mein Omi hier. Danke. Er macht heute den Dachhimmel auf jeden Fall fertig. Weil ich habe keine Erfahrung damit. Wie oft hast du das gemacht? 3-4 Mal. Und? Meinst du, kriegst du das so hin? Ich denke schon, ja. 3-4 Mal. Bei den tollen Produkten, die du hier angeschleppt hast, denke ich, wird das gar kein Problem. Ich hoffe es. 3,5 Stunden Fahrt auf sich genommen. Sehr, sehr gerne. Schon, Bruder. Jetzt kommen wir hier zu Turbo Sino. Power R6 Turbos macht der. Hier nebenbei noch Vizemeister in Soundsystem einbauen. Oder Bass. War das. Ja, ich habe damals ganz große Subwooferanlagen gebaut mit ganz starken Endstufen. Bin dann auch zu einer deutschen Meisterschaft gefahren, wo ich deutscher Vizemeister wurde. Ja. Die Frontplatte gesprengt wurde. Krass. Die Frontschutzscheibe. Und dann wirst du einfach so deutscher Vizemeister. Oh ja, okay, die ist kaputt gegangen. Egal, Hauptsache Vizemeister. Scheißegal. Und dann kriegst du das so. Okay, also wisst, wie er Vizemeister wird. Einfach lockert die Windschutzscheibe einfach mal und dann gib ihm was. So, dankeschön. Kommt von Koblenz und checkt seinen YouTube-Kanal ab. Ehren. Hat neu mit YouTube angefangen. Ganz gut. Checkt den einfach mal hier ab, hier, Mr. Do It. Was machst du eigentlich? Ich habe ein, zwei Videos von mir gesehen. So vorne an der Garage, so ein bisschen Schrauben. Ach. Ja, ja. Ich dachte, du machst Kaffee und so. Kaffee benutze ich immer so als Motivator. Ja. Und hauptsächlich ist mein Metier so Do It, so halt. Hä? Da, ja, vor der Tür so. Hey, warte mal, haben wir nicht einen extra für Kaffee bestellt? Ja, wo ja. ist der denn? Gestern im Livestream habe ich auch. Ja, yeah, ist doch Kaffee und so mitgebracht. Ja, ja, hier. Ich habe schon Geschenke bekommen. Ja. Also wahre Freunde. Hier. Auf welche Kamera muss ich überhaupt hier? Wo da hin? Ich bin bei weiß es selber GZ, nicht. Hallo. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt heute. Genau. Der erzählt mir. Ich am ersten Tag ruft er mich an, der ruft mich an, Böhle. Ich eine Hand am Motor, Zylinderkopf. Genau. Ja, du machst Bremsen, Bruder. Alles klar. 3 Tage später. Bruder, du kannst auch was anderes, was du willst. Und mal gucken, was heute kommt. Ja. So wie ich höre innen aus. Er weiß das nicht. So. Nee. Bist du Mr. Durch, bist du dabei? Er so, ey, warte, was? Was? Ist so, bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Steuerzeit. Weiß gar nicht, worum es geht. Ist so, ey, Dings, morgen. Ist so, morgen? Okay, okay. Ist so, war ja aber so 2-3 Wochen später. Ja. Aber danke schön. Kein Problem. Mr. Durch. So, das ist der Silent Pain hier. Abonnent ist gekommen, hat sich die weite Fahrt auf sich genommen. Dankeschön auf jeden Fall. Was machst du heute? Alles. Wo ich gebraucht werde, packe ich auch mit an. Ja. Dankeschön auf jeden Fall, dass du dabei bist. Immer gerne. Auf jeden Fall. Ich bin der Jens von Golf Monkey und ich bin für die Karosse da. Du wirst heute Karosserie machen, gehen Spachtelarbeiten, so wie es ich werde das Ding wieder gerade fallen. Carsten, ich bin Schwiegersohn von ihm, auch wenn man es nicht glaubt. Die machen auf jeden Fall die ganzen Beulengeschichten fertig. So. Natürlich, Jack Breaker, sorry, habe ich natürlich vergessen hier, Jack Breaker, der den legendären Interview mit Ali Osman letztens gemacht hat. Und ja, heute bin ich hier, eigentlich rechte Hand von Mr. Do It. Ja, er ist. Aber ich weiß nicht, Mr. Do It ist heute, glaube ich, nicht so gut drauf. Doch, der ist immer gut drauf. Ja? Mr. Do It ist immer gut drauf. Aber den kennst du noch nicht so gut. Er hat gesagt, er will heute nur Kaffee trinken und nicht arbeiten. Kann es sein, dass er ein bisschen müde ist? Das sagt er immer. Kann es sein, dass er ein bisschen müde ist? Nein, nein. So, Jack Breaker. Und werde mich auch noch interviewen. Interview gibt es natürlich auf seinem Kanal. Das werde ich unten alles verlinken. Ja. So, Ahmed Ham ist auch noch da. Die sind alle im Hintergrund. Ein paar Leute kommen noch, aber die kommen erst später, weil die noch arbeiten müssen. Das heißt, Jackies Garage kommt noch. Dann kommt noch, noch einer. Wir werden ja noch was machen am Auto. So, wir fangen jetzt an. Mal schauen.
Das ist die Crew. Wir werden ihn erstmal waschen, weil die Lackierer werden ja auch gleichzeitig anfangen. Das heißt, damit keine Riefen oder so sind, müssen wir den erstmal sauber machen. Also ich sehe heute aus, ne? Das ist so, wenn man so ein bisschen Stress hat. Ne? Also ich bin heute irgendwie 6 Uhr aufgestanden, also irgendwie 2 Uhr morgens eingeschlafen, sogar später, 2.30 Uhr und dann 6 Uhr morgens direkt aufgestanden. 7 Uhr war ich schon hier. 7 Uhr war schon hier? Ja, ich glaube 7.30 Uhr, 7.20 Uhr irgendwie so. Krass. War schon hier. Also das wird echt eine Herausforderung, echt eine Herausforderung. Ei, ei, ei. Jetzt müssen wir eine Innenausstattung ausbauen, komplett raus. Da wird sich der André drum kümmern, da wird der Sinan sein, wird die Radiogeschichte gleichzeitig mitmachen. Und dann werden wir auch gleichzeitig, weil wir einfach keine Zeit haben, wir haben 11 Minuten, wir haben jetzt gerade einmal gewaschen und ist wieder 11 Minuten vorbei hier. Ich baue Stoßstange vorne, hinten ab, die leuchten bei euch ab. Jetzt werden die Sitze ausgebaut? Ja, der letzte. Der letzte? Der letzte oder das letzte, wie du möchtest. Kommen wir ein bisschen zu spät. Ich glaube, wie das aussieht, haben wir jetzt schon oft gesehen. Hinterher, wenn das schön ist, da wird's nochmal richtig interessant. Junge, aber hat geklappt. Echt? Aber hat geklappt. Mach mal den Rad gerade bitte. So. Rad gerade. Ja, weiter. So, Leichtbau. Alles klar, wie geht das hier? Du bist da in der Spezi. Ja, wie einfach rupfen? Nee, ich klipp's kaputt. Okay. Also, ich baue jetzt gerade die B-Säulenverkleidung ab. Und die Dichtung, weil wir den Himmel ausbauen wollen, damit wir den neu beziehen können. Der hängt nämlich. Und ich muss mit zwei Kameras sprechen gleichzeitig. Ein Plastik fehlt uns. Und was suchst du? Ein Plastik. Ein Plastik? Uns. Ja. Da, hab ich. Hast du. Sehr gut. So, hier hängt die B-Säule. So. Also ehrlich, keine 5 Minuten haben die das ausprobiert. Ja. Krass. Der Fahrer ist krass. Digga, du hast doch auch schon mal Himmel auseinandergenommen. Ja. Das ist doch nichts anderes wie bei anderen Autos. So, die Scheinwerfer kommen jetzt komplett raus. Die kommen auch neu. Ne, die Scheinwerfer hier. Oh, wo ist die Stoßstange? Die Stoßstange ist schon ab. Du pennst hier, Kollege. Das hier? Das passt ja. Oder? Also ich glaube nicht, dass es 24 Stunden dauert. Ich glaube, das geht noch schneller. Ja, so, ich weiß nicht, ob die das vernünftig fällt. Also, dass die mich richtig verstanden haben. Ich habe nicht gesagt 24 Minuten, ich habe gesagt 24 Stunden. Aber so wie das jetzt gerade vorangeht, denke ich, dass wir das in 24 Minuten schaffen. Nein, das glaube ich auch. Also wir haben jetzt 2:30. Wenn jetzt alles hier abbauen, da kommt Facelift-Scheinwerfer rein. Ne? Boah. Das kann ich nur sagen. Aber Facelift? Ja. Mega nice. Facelift, das heißt Facelift ist komplett, aber das zeige ich euch dann später. Ja. Die sind auf jeden Fall kaputt, du siehst die, Samet. Hier haben die Risse. Hier hat er, da nicht, das ist so, ja. Ne? Hier hat er einen Riss. Oh ja. Darum kommt er neu. Hier, das Ding ist kaputt. Ja, jetzt machen wir das schnell aus. Und mein DZ-Ladeluftkühler, wie findet ihr den? Jackbreaker? Oh, cool. Sieht krass aus. Sehr dezent. Muss man schon genauer hinschauen. Sehr unauffällig. Jetzt muss ich zusammenreißen mit Kamera. Wollen die Schrauben nicht abgehen? Was denn? Hab ich gesehen. Uns fehlen Schinschkabel. Ja, Mann. Okay. Und die Leitungen, die ich mitgebracht habe, die sind entweder zu dick oder zu kurz. Die Scheinwerfer sind ja auch gerissen. Ja, die sind auch.
Die sind hier kaputt. Und an der Seite auch. Ja. Boah, was ist denn denn hier? Nee, nee, da kann keine Schraube sein, John. Der ist einfach nur so gesteckt. Aber hier? Ja, das Ding ist nicht hässlich. Hast du die Schraube ganz raus? Ja, die ist ganz doch, raus. Der hat sie noch hier in der Hand. Wo ich nur BMW vermisse und mir denke, was hat Audi sich bei dieser Scheiße hier gedacht? Ganz oft. Das ist, weil die Ingenieure haben, die sich was ausdenken. Ja, ja, Ingenieur, der Sonnenblende anbaut. Das war ein doppeltes Video. Schraube reicht nicht. Hier kommt gerade so ein leichter Pass so. Ja. Jetzt wissen wir auch. Mit so einem Audi A4-Fahrwerk, das ist das, ich muss da vorne irgendwie drücken. Wie soll ich das rausholen? Dann mach ich nach vorne. Hab ich doch gemacht. Egal. Was schaust du nach? Ich guck jetzt nach. Und zwar, ich habe mich schon mal angeguckt. Hier sitzt ja der Subwoofer vom Soundsystem. Vom originalen Audi Soundsystem. Der kommt ja, den brauchen wir ja nicht mehr. Ja. Ja, das heißt, wir werden hier eine Endstufe einbauen mit einem eigenen Subwoofer. Ja, ich habe mir jetzt nur hier schon mal angeguckt, wo der sitzt, ob wir an der Kabel irgendwas abgreifen können. Ja, aber das werden wir nicht brauchen. Wir werden komplett neue Kabel ziehen. Oh, das wird echt viel Arbeit sein. Ja, das Kabelziehen dauert. Das ist auf jeden Fall abzuschrauben. Von daher ist es okay. Das ist auf jeden Fall die Schrauberlampe, wenn du sie brauchst, ist immer A nicht da, B ist sie leer und dann nimmst du doch das Handy. Du hast immer, freust dich, wenn du eine richtig geile Lampe irgendwo geschossen hast. Freut man sich einfach des Lebens. Und was ist? Die haben auch Doppelstock noch. Und was ist, wie ist immer leer oder nicht da? Oder kaputt. Wir haben schon ein Problem, Samet. Was für ein Problem denn? Ja, und zwar, weil die Teile schon ein bisschen länger dran sind, ist hier ein bisschen alles verrostet. Deswegen gehen die Schrauben jetzt gar nicht so leicht raus. Darum sind wir jetzt, Jonas hat die Halter kaputt gebrochen. Und die werden wir jetzt rausflexen und dann können wir den Scheinwerfer erst ausbauen. Andere Seite war auch schön verrostet, aber da haben da wir... Da ging das, wenigstens ab. Genau, da haben wir das schön abgekriegt schon. Ja. Ach ja. Wir hängen schon einiges runter. Wir machen jetzt hier die Türverkleidung schon mal raus. Die Türverkleidung muss runter, weil hier neue Lautsprecher reinkommen werden. Mal da ein neuer Hochtöner, da ein neuer Lautsprecher. Dafür muss jetzt die Türverkleidung hier raus und noch auf der anderen Seite raus. Das machen wir jetzt mal. Haben wir noch zwei hier? Hier sind, komm ruhig mal ein bisschen näher. Hier sind zwei Schrauben hinter der Verkleidung. Ja. Ich zieh den Stoff schon wieder. Irgendwo packe ich den da drunter. Ja, ja, hier, der geht hier an der Zähler. Das wird wild einfach. Achtung mal. Er ist ja schon selber abgegangen, oder was? Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja. Ja, dann auch, lass doch wieder einbauen. Orangen und Dachhimmel wollte ich schon immer haben. Hä? Ah, ich liebe es. Sieht das nicht geil aus? Naja, ja. Bro, lass das so. Weißt du, da können auch so Leute so ein bisschen unterschreiben. So, so hier, Michel. Ne? Das sieht ja gut aus. Hammer. Aber die Farbe hat was. Was sieht ekelhaft. Bin ich jetzt der Einzige, oder? Es sieht ekelhaft aus, oder? Nein, Mann, das sieht gut aus. Pekel. Nein, sieht schön aus. Schön, lassen wir so. Hier. Dankeschön. Steht da denn schon wieder? 24 Stunden Projekt. Gerne. Bam! Aber ich mach das so schnell gerade. Wir haben gerade mal 45 Minuten hier am. Nicht mal. Halbe Stunde am Schrauben. Und schon alles hier. Wir haben die Böcke vergessen. Welche Böcke? Halt, grüß dich. Michael, grüß dich. Ein bisschen später. Egal, es ist viel zu tun. Ich hab das schon gesehen. Ja, das erkennt man nicht so gut. Das ist schwarz. Ja, aber egal, alles wurde schon ausgebaut. Also es ging wirklich sehr schnell. Weg. Dach ist weg. Hammer. Also für 45 Minuten quasi. Und jetzt werden wir gleichzeitig auch sofort mit Schwachteln beginnen. Wie lange wird das Ausbeulen ungefähr dauern? Was schätzt du? Locker 2 Stunden. 2 Stunden? Nein, wir fangen mit dem Dach an. Weil der Himmel nachher eingebaut ist, ziehen wir jetzt raus, ja. Spachteln das, machen das klar, dann machen wir die Beifahrerseite fertig und gehen dann rüber auf die Fahrerseite. Ich habe jetzt die Drahtbürste versaut von Yunus und komme nicht damit voran. Egal, wir legen das hier wieder hin und tun so, als hätte das keiner gesehen. So.
Eine manuelle Drahtbürste. Ab der was, ne? Was für ein Problem haben wir denn? Wegen den Scheiben, wir verkommen aber später was. Ja, der Jüngste in der Familie. Ob das so klappt? Natürlich. Ich glaube an euch hier, hallo. So, durchgezeichnet auf jeden Fall.